Und das soll funktionieren? So viele Bücher lesen, dass sie aufeinander gestapelt die Höhe des Kirchturms der Jakobikirche in Hamburg übertreffen? Die Schüler der Hamburger Schulen haben es geschafft. Und heute ist der Tag, an dem sie das feiern wollen, natürlich in der Jakobikirche. Bücher schreibt, sondern dass man auch dafür sorgt, dass die Kinder sie lesen. Und dann habe ich diese schönen Türme gesehen, die Hamburger Türme, und da habe ich gedacht, man muss ein Ziel haben, wenn man etwas erreichen will. Und was gibt es Schöneres, als so einen Turm als Ziel zu haben? Auch die Pilger im Mittelalter haben immer die Kirchtürme gesehen und sind dann dahin gelaufen und wussten, da ist die Stadt. Wie wäre es, wenn man Kinder dazu bringen könnte, turmhohe Bücherstapel zu Wir hoffen, dass wir auch im Rathaus oder vor dem Rathaus ein Lesefest feiern dürfen, wenn wir mit den Türmen durch sind. Aber das ist noch nicht heraus. Hier bitte ich erstmal um einen kräftigen Applaus, dass er da ist.
Und damit ist der offizielle Teil fast beendet. Zeit für kleine Interviews von ganz kleinen Leuten und natürlich noch die Verteilung der Preise an die Vertreter der Klassen.